Herr Englisch, helfen Sie mir. Wie läuft es denn im Vatikan? Super läuft es. Ja. Also zum ersten Mal seit langer Zeit läuft es richtig gut. Ja, ist das so? Ja, ja, die Audienzen sind brechend voll. 100 Tage sind ja rum und das gab es ja immer, ne, diese große Anfangseuphorie. Genau. Und ja, es ist eine Revolution. Mein Gott, wenn jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass so etwas passieren würde, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Also das, was jetzt passiert, ist eine... Was ist denn das Besondere? Sie sind ja wie kaum ein anderer jahrelang ganz janstisch dran gewesen. Genau. Ja. Es ist eine Revolution von oben. Das erlebt die Kirche zum ersten Mal. Also es gab Revolutionen von unten, das war Luther. Und der hat gesagt, der Papst ist doof. Und jetzt kommt ein Papst und sagt, ich will so einfach nicht weitermachen. Und das, was da jetzt passiert ist... Jetzt kommt ein Papst und sagt auch, der Papst ist doof, so wie es bisher war. Ja, er hat gesagt, er sagt kann man einfach, das so verkürzt sagen? Das, was jetzt passiert, ist schlicht und einfach, dass er... Man kann den Vatikan eigentlich nur dann regieren, wenn der Papst nicht weiß, was im Vatikan läuft. Das war über viele tausend Jahre so. Und jetzt kommt einer her und sagt, Heiligkeit, Sie müssen jetzt hier in Ihr Apartment ziehen. Da gibt es ein riesen Brimborium, weil das Apartment muss, wenn ein Papst abtritt oder stirbt, versiegelt werden. War im Fernsehen zu sehen. Kein Mensch im Fernsehen erklärt, warum es versiegelt werden muss. Es muss versiegelt werden, weil im Mittelalter die Kardinäle da immer geklaut haben wie die Raben. Deswegen wurde das versiegelt. Danach kommt der neue Papst, der bricht das Siegel. Nur jetzt ist etwas passiert, was nicht vorgesehen war. Der neue Papst bricht das Siegel, die Tür geht auf. Das ist dieses wunderbare, prächtige Apartment des Papstes. Im apostolischen Palast, dritte Etage. Ja. Und die Tür geht auf und das ist alles für sie. Und er sagt, ich ziehe da nicht ein, ich gehe da nicht rein. Und dann haben sie gesagt, ja, Heiligkeit, wo wollen Sie denn hin? Und er hat gesagt, ich setze mich in die Mensa. Wir haben ja eine Mensa und da gibt es Frühstück und Mittags- und Abendessen. Und abends nehme ich auch mein Tablett und stelle mich da rein. Der hat Vollpension gebucht da. Sozusagen. Ja. Und er hat gesagt, das war ein unglaublicher Moment. Also die Kardinäle kommen nach der Wahl aus der Sixtinischen Kapelle. Diese riesige gepanzerte Limousine für den Papst steht vor der Tür. Der Kardinalstaatssekretär steigt auch schon ein. Er sagt, Heiligkeit, das ist jetzt Ihr neuer Dienstwagen. Und der Papst sagt, ich steige ja nicht ein, ich fahre mit dem Bus. Davor war ein Bus. Ja, der Papst geht zu dem Bus. Ja, das war sensationell. Er sagt, ich steige jetzt hier in den Bus und wir fahren jetzt zurück in das Haus der Kardinäle. Und im Haus der Kardinäle, das eigentlich nur gebaut worden ist, weil es keinen Platz gab für die Papstwahl, weil die immer viel zu sehr geschwitzt haben, in dem alten Gebäude, hat er gesagt, ich bleibe jetzt hier drin. Ich wohne jetzt hier. Ich habe gesagt, Heiligkeit, Sie können doch nicht im Zimmer 201 für immer bleiben. Denn ein Papst hat einen Gouverneur, einen Kammerdiener. Das ist das Zimmer, ne? Das ist das Zimmer, das ist das Zimmer 201. Das ist dieses furchtbare Braun. Ich habe schon immer das so grauenhaft gefunden, diese ganzen Neonlampen und dann dieses Wir wohnten in 202 und 200... Da wohnen ganz normale Gäste. Das Unglaubliche ist, man kann immer noch als Privatmann in dem gleichen Hotel sich einbuchen. Das geht. Ja. Was nehmen ich habe auch gedacht, ich habe immer gedacht, die machen das jetzt zu, aber ich kenne Bekannte, die nicht Priester sind und die einen guten Draht zum Vatikan haben und die können da einfach wohnen. Und das Unglaubliche ist, dass der Papst auch runterkommt, da zahlt er gerade seine Rechnung. Das war unmittelbar nach der Wahl. Er hat gesagt, ich habe die Rechnung im Priesterhaus nicht bezahlt, ich möchte dahin. Dann haben gesagt, Heiligkeit, da schicken Sie doch jemanden hin, das haben Päpste nie gemacht. Da hat er gesagt, Päpste haben das nie gemacht, das ist mir ganz egal. Dann machen Päpste das jetzt, ich bezahle meine Rechnung, meine Tasche. Aus Buenos Aires steht da nämlich noch und die brauche ich, weil wenn ich die Tasche nicht habe, habe ich ja nichts anzuziehen. Dann haben sie gesagt, Heiligkeit, wir haben eine riesen Sakristei, das sind tausende von Klamotten, Sie können sich bedienen. Dann hat er gesagt, aber alles das will ich nicht. Damit ist jetzt Schluss. Den Petersdom findet er aber okay. Den Petersdom findet er okay, aber er hat gesagt... Aber das Neue ist, die Kurie, die Kirchenregierung, hat dem Vorgänger gesagt, wir müssen mal zeigen, wie sehr wir mit der ehemaligen Kirche verbandelt sind. Also, hier gibt's noch ein Netzhemd und da hängen wir noch ein Mäntelchen drüber und hier setzen wir noch eine Mütze auf. Und als Ostern kam und sie wieder jetzt zum neuen Papst kam, zum Papst Franziskus und sagten, Heiligkeit, passen Sie mal auf, heute ist Ostern, da können Sie mit Ihrem normalen Priestergewand aus Buenos Aires einfach in den Petersdom marschieren. Heute ist Ostern, Sie müssen hier das Netzhemdchen und da ein bisschen noch was mit Spitzen und hier das Mäntelchen und die Mütze auf und einen Hermelinmantel. Und dann hat er halt so gezuckt und die Geste war klar, ich bin der Papst, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ja. Und das war einfach eine völlig klare Geschichte. Es gibt ein neues Zeitalter. Im Vatikan hat, und das ist das Sensationelle. Das Sensationelle ist, es hat immer einen Kirchenstaat gegeben, der hat gesagt, Jesus hatte recht. Aber jetzt kommt jemand her und sagt, selig sind die, die barmherzig sind. Aber nur, wenn wir auch zeigen, dass auch wir barmherzig sind, dann kauft man uns das ab. Ja. Wenn wir predigen, selig sind die, die Frieden stiften, dann reicht das nicht. Wir müssen Frieden stiften. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. 2007, als ich diesen Papst kennengelernt habe, hat er mir gesagt, ihr redet im Vatikan viel zu viel über Glauben. Es geht nicht um Glauben. Wenn jemand so viel Hunger hat, dass er Gras essen würde,
Dann müssen Sie ihm nicht das Vaterunser beibringen. Dann müssen Sie ihm etwas zu essen geben. Wir müssen die Ärmel aufkrempeln, dann wird die Welt besser. Wir alle müssen einfach zeigen, dass wir auch barmherzig sind. Dann können wir die Welt verbessern. Das ist die Botschaft. Ich finde es schade, dass Sie nicht Kardinal sind, Herr Englisch. Das finde ich wirklich ein Drama. Oder wenigstens. Sie sollten. Sollte wenigstens mal Chefprediger werden oder sowas. Ja, super. Ja. Nein, alles gratis. Aber im Prinzip aber eine individuelle Einstellung. Die Begeisterung für diesen Papst ist allgemein. Also, die ist groß, wen ich auch treffe, also Sie sagen, es ist ein Geschenk. Also, es ja, ist es ist, man hat das Gefühl, der Kumpel von Jesus Christus ist im Vatikan eingezogen. Das Gefühl hat man, dass jemand plötzlich sagt, wir machen das ernst. Wir machen jetzt richtig ernst. Es ist Schluss mit der Prasserei. Ich ziehe mein kleines Zimmerchen. Jesus hat er die Gehälter der Kardinäle gekürzt? Ja, er hat die Gehälter im Vatikan durch die Bank, von allen gekürzt. Nicht nur der Kardinäle, der Bischöfe, der Angestellten des Vatikans, die haben alle 500 Euro weniger. Und die haben doch auch immer zur Papstwahl, gab es doch immer so eine Prämie, ne? Der hat, genau. Wie hoch war diese Prämie? 500 Euro. 500 Euro? 500 Euro, also es gab schon mal bis zu 1.500. Oh, da lebt man aber gefährlich, oder? Ab 1.500? Also genau, also Sie müssen überlegen, normales Gehalt im Vatikan liegt bei unter 1.200 Euro. Mhm. Die verdienen ja nichts. Ich wollte gerade sagen, genau. Da wird die sind sehr, sehr niedrig. Aber ich wollte nur sagen, es ging ihm um die Geste. Er wollte sagen, Jesus Christus, und das fand ich ein großartiger Satz von einem Satz, Jesus Christus hatte kein Bankkonto. Der hatte gar nichts. So, er hatte noch nicht mal einen Regenschirm. Und deswegen passen folgende Bilder jetzt gerade an dieser Stelle sehr, sehr gut. Selig sind die, die keinen Regenschirm benutzen. Das sind Bilder einer Audienz. Ja, die das vor ist kurzem, die sensationelle Audienz vom 29. Die vor kurzem Mai. In Rom zu sehen waren. Genau. Schau mal, so sah das aus. Alle haben einen Schirm. Genau. Das war, nur der. Ich habe gedacht, da ist wieder ein Kämpfer auf dem Petersplatz. Jemand wie Wojtyla. Es hat gegossen. Der Papst war klitschnass. Und ich habe immer gedacht, der bricht die Audienz jetzt ab. Der fährt jetzt zurück zum Altar. Das wäre ja ganz einfach gewesen. Er hätte gesagt, Jungs, ich bin doch Redner hier gerade voll. Er hat gesagt, nee. Ich grüße weiter Leute, ich küsse weiter Kinder. Ich will, dass die Leute merken, dass auch wenn es regnet, ich hier bin. Ja, gerade weil es regnet. Jetzt gleich wischt er sich einmal so das Tuch übers Gesicht, weil er klitscht das. Da sehen Sie, die Leibwächter der Garde sind bis auf das Hemd nass. Die haben auch richtig gute Laune, ne? Genau. Die sind totale Begeisterung, die ich da sehe. Die Frage jetzt gerade, Heiligkeit, wollen Sie sich umziehen? Und er hat gesagt, nein, ich will mich jetzt nicht umziehen. Ich will mit den Leuten reden, aber das merken die natürlich. Und toll an diesem Tag übrigens, als diese Regenaudienz war vor allem eins. Als er dann vollgeregnet am Altar stand, hat er nicht gesagt, seht mal, wie klasse, ich habe mich für euch vollregnen lassen. Sondern er hat gesagt, ich danke euch, dass ihr trotz des Regens hier ausgeharrt habt. Das ist diese neue Politik. Das ist Zufall, dass er so eine Einstellung hat. Weil er hätte ja auch wieder irgendeinen Schnarchhahn dann das so weitermachen können. Es ist einfach, ich habe das Gefühl... Vielleicht hat er den Regen auch bestellt, man weiß das ja. Wenn du so einen guten... Ich finde das auch nicht lustig. Ich habe selten jemanden so kämpfen sehen wie Karol Wojtyla in den letzten Monaten seines Lebens. Ein Mann, wir sprachen da vorhin drüber, der wahrscheinlich daran beteiligt war, die Berliner Mauer mit einzureißen. Ja, und dieser Mann, Bergoglio, ist auch ein Krieger. Das ist ein Kämpfer. Was ich das ist meinte, jemand, ist, der sagt, dass ich stehe zu meinen Leuten, ich stehe vor meinen Leuten. Ich will, dass wir auch wieder zeigen, wir müssen uns daran messen, ob wir wirklich selber barmherzig sind. Wir müssen es nicht predigen, wir müssen es machen. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und versuchen, die Welt besser zu machen. In der Radikalität hat es das ja nicht mehr gegeben jetzt. Ne? In der Radikalität der Auffassung gab es das ja nicht. Es erinnert mich sehr stark an Karol Wojtyla in einigen Momenten. Ja, denke, das war auch jemand, der gesagt hat, wir kämpfen. Ich will, dass die Leute sehen, dass ich für sie kämpfe. Und das ist, glaube ich, das ist das Erstaunliche an diesem Papst. Und deswegen, 100 Tage, der erste Jesuit, der erste Lateinamerikaner. Sie bleiben für uns in Rom, ja, Englisch, um weiterhin die Dinge und auch die Großwetterlage zu beobachten. Ja.